Ekran! Ekran ist nämlich ab, aus Wannen war. Ekran! In Eklodien mit uns Tauteranen. Hier will wir eine Gaude Titan in der Wie Gott kennenlernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom te dit programma Ekran. Dank je dat je vandaag die radio aan hebt. En ook wanneer je op YouTube bent, hebben we een schöne tijd met ons. Met mij zijn hier Robert en Nicole Giesbrecht. Mijn broer Robert en ik zijn Eduard Giesbrecht. We zijn hier bij mijn mom en dad in kolonie Sommerfeld, Paraguay, in een spazierstof. En we willen ons inhouden over de gave van Heiligen Jezus. Dat is die een grote thema, niet zo? Ja. Mij interesseert dat al, Zaya heeft dat al jaren interesseert. En dat is vielleicht leichter als wie ons dat verstellen. Ja. De goof is, bloß omdat wie alle weten, is een evennatuurlijke fähigheid, of irgendwas wat we kennen, wat God ons gegeven heeft. So dat is wat de goof is. En Nicole, kost u mal zeggen, wo kommt dat, wanneer jaf God de goof? Wie verstehen die Bibel so, dass Gott jedem Christ, jedem Mensch, der Jesus in sein Herz abnimmt, jeft Gott, oder jeft der Heilige Geist eine Gabe oder mehrere Gaben. Und diese Gaben sind immer dort, dass wir die Einsatz für sein Reich, dass dort gebüht werden kann. Und Gott schenkt uns diese Gaben. Der jeft uns einfach diese die Weisheit, die Kraft dazu, dort zu brücken, um dort andere Menschen von dass andere Menschen am Channel direkt können. Ja. Und sehr interessant sagt das in 1. Korinther 12, Vers 8 bei 10, ist ein Vers, was von der Gove redet. Du sagst das so: einen Wort durch den Jesu gibt, in Weisheit reden. Einen anderen Wort durch den selben Jesu gibt, Erkenntnis verendacht zu bringen. Einen anderen ist der Glauben gegeben, durch denselben Jesus. Einen anderen ist der Gabe gegeben, zu heilen, durch denselben Jesus. Einen anderen ist der Kraft gegeben, Wunder zu tun. Einen anderen ist gegeben, prophetisch zu reden. Und einen anderen, Jesus zu unterscheiden. Einen anderen, verschiedene Sprachen zu reden. Und einen anderen, die Sprachen auszuleihen. So, hoch, du hast sehr viel Gabe. Ich habe noch viele andere Bibelstellen, die von der Gabe reden, aber das ist eine Stelle. So, Robert, wo kannst du in deiner Jugendzeit mit so einer Farge ist das angehören? Was für Gedanken brachte dich dort? Ja, so ist das dann erst, wenn man für einzelne Sachen Angst hat, und vielleicht identifizierst du dich mit mir. Und so hat ich auch Angst. Und ich will ja auch nicht so was erleben, was ich nicht, wo ich auf einmal nicht die Kontrolle mehr habe. Und so habe ich die Geschichte von Jesus gesehen, wo die Menschen heilen dort. Und die Jünger noch her. Und ich dachte, so, und die tun dort in bei uns nicht. Und ich hatte Konflikte damit. Dass das bei einem passiert damals und bei uns nicht mehr. Und wie wäre das, ich wollte das dann so haben, dass das Wort dann einfach nicht mehr, das Wort doch mal nicht für uns mehr sein. Aber als ich dann Bibel schaue, denke ich, weiter, dass ich den Wunsch hatte, ich will, dass die Bibel sagt, man macht sich wünschen, man macht geistliche Gabe sich wünschen. Und ich weiß noch, dass ich den Wunsch habe, gesund zu werden. Und dann? Wo hat er dort geäuft? Ist das irgendwann wiedergekommen? Na, das ist ziemlich langsam. So, wenn das bei dir auch langsam geht, dann war es alles normal. Dann ist alles normal. Ich weiß, dass das. Wie vor dem Einsatz in El Salvador zu evangelisieren. Und dann vertalte ich dem Lehrer dort, was ich mir wünscht. Und als dann der letzte Tag war, wie wir in so einer Gruppe, als der letzte Tag war, dann kriegt einer krank, hat durchfall. Und mein Lehrer wie vor zu proben. Und sage ich mir dann, Robert, nun bist du dran, nun kannst du für dich beten.
Und ich habe für ein Gebet, ich bleibe daran. Als der Mensch gesund geworden ist, dass ich niemals zu hören habe. Oh, okay. Aber ich habe mich für ein Gebet. Mm, das wäre der Anfang. Das wäre der Anfang. Mm. Wo mag die Wohnung go wie die Hand? Wo weit die Wohnung als meine? Oder wo komme ich von diesen? Da ist eins mal ein Konflikt. Wo ist meine go? Vielleicht du nicht kommen. Ja. Ich, für uns kommt das sehr überraschend. Und leib Gott überrascht und fucken. Mhm. Und hey, wisst uns manchmal auch in einem Moment, wo wir das gar nicht so erwartet haben, wohnt unsere Gebäude, wo wir sind, so wie das bei uns. Mhm. Wie trafen ein paar Leute, die auch in den Pastoren früh, die hatten Zunge reden, die Monde das interpretieren. Und dort wir in einem Moment, wo wir das nicht so gesagt haben, aber sehr viel für uns zu beten und wie wir das beredet haben, dann kommt das rüber, dass Gott uns verschiedene Gaben gegeben hat. Mhm. Und dann fängt das bei uns an, wir können diese Gaben nicht für Gott brücken. Mhm. Und dort wir ein Prozess, das fängt so an aus dem Baby, das fängt an zu krabbeln, zu gehen, in Wasser und so wie das mit dieser Gaben auch für uns. So, kann ich dann früher kriegen, welche Gove Gott dir gegeben hat, Nikon? Ich will für eine Gove vertellen, was Gott mir gegeben hat, dass ich im Traum Sachen träume. Mhm. Und Gott mir einfach Sachen wiese dort. Mhm. So, als ich das verstehe, ist, dass manchmal wisst ihr mir was, dass ich für die Person bete. Mhm. Dass die Person vielleicht einen schweren Moment hat, hm. Dass die Person dann kann anrufen oder fragen, wo geht die? Mhm. In anderen Moment für die persönlich zu beten auch. Ich lehre das einfach, dass das dort ist, damit ich andere helfen kann, dass die dichter zu Gott kommen. Hm. Wow. Und dann ist eine andere Bibel steht, wo das redet von Hängablei. Und einmal war das Hängablei gebraucht, zum Beispiel, dass du die Gove, dass zum Beispiel Paulus oder Petrus beten, dass andere sollen die Gove kriegen in dem Moment. Und dann sagt er doch einmal, wie lädt ihr den Hängab, dass diese Gove brennen können, mhm. Dass die nicht ausgehen, sondern dass die wachsen und wachsen. So, was hast du gelernt mit Hängablei, Robert? Oder wen was ist dir dort von dir wichtig? So, ich weiter von mir und von uns kann ich das sagen, dass uns der Hängen abgeleicht wird und du für Gebet, muss der Heilige Geist uns das klar wiese dein und bestätigen, was meine Gove wird. Mhm. Und dann warte ich an, dass meine Gove wird dort, was ich mir immer gewünscht habe, die Sonne zu beten. Oh, okay. So, ich schaue im Hospital in und Gott wies mir persönlich, wo ich gehen kann. Und habe ich gemerkt, gesund, physisch gesund, auch emotional, oder geistlich, das ist auch die Gabe von Heilung. Mhm. Und ich glaube, das braucht, dass wir mehr reich sind, auch für andere Menschen hängen abzuleihen, um dort die Channe ihre geistliche Gabe und Teige und der Channe und auch anwandern dann. Ich muss auch sagen, von mir selbst, ich sehe auch ein von der Personen, die war, dass ich besonders Angst habe, dass ich mit jemandem hängen bleibe. Ich dachte, ich habe vielleicht einen großen Prediger, der kann mich vielleicht, aber ich als kleiner, normaler Christ, noch nicht für mich. Aber ich antworte, wenn die Bibel dort sagt, dass es nicht dass die beste Menschen dort Channe tun, sondern dann kann ich das tun, dann kannst du das tun, dann kann Robert oder Nicole, wie können hängen bleiben, und du verbietest, dass diese Person oder die Gove in Teig geht, oder dass die Dollar brennen sollen. Ja, und ich freue mich, dass ihr das haben könnt, erfahren. Wirklich sehr mit Frieden, sehe ich dort. Wenn was jeff uns die Gove, für was für Ziel sind die Gove da? Na, die geistliche Gove, das ist unsere Identität. Mhm. Dort sind wir in Gott. Wir sind ohne dort, wo wir nicht komplett.
In der Bibel sagt uns, dass sie sind an der Gemeinde der Bühe, an den Charpa der Bühe. Und du willst hoffentlich nicht alle, jeder einer, der überreine. Wir haben nicht alle alles. Mhm. Der Heilige Geist verteilt es heute dann wel. Ja. Und dort glaube ich, ist dort, wo die... Das ist die Antwort für die Zeug, nicht so, dass die Zeug kann funktionieren. Das bringt von alles ein bisschen. Das hier immer ist, der Titel hier sehr, wo sich in diesem Programm zu bin. Wo die Telats nach einem Mautmerken das Wort haben, um zu hören? Ich würde einfach Mautmerken, dass einer nicht angsthaft denkt, was finde ich, weil Gott mir nicht gebe, dort ich dort nicht kenne oder was, sondern einfach obsehnen und sagen, Gott, wies mich. Mhm. Und Gott hat so viele Orten, wie es uns die Sache zu sagen. Und einfach, wenn wir sehen, und welche Arm gehorsam sind, dann gibt er, der hat uns die Gruppe gegeben, um dort viele Kunden von Jesus zu lernen. Wow, vielen Dank. Hast du hier noch was, Robert? Ja, ich denke, wenn du tauschst und du sagst, ich möchte auch eine geistliche Gruppe haben, dann möchten wir einfach wie beten für die, dass du dort auch noch erzählen du. Mhm. So weit ist du auch best, weil wir sind verbunden im Geist. Mhm. Amen. Vielen Dank, Robert Nicole, für so ob über so ein Deibetheimer mit zu teilen, auch deine eine Erfahrung hätte. Und selbst Nicole sagt, ich habe keine Angst, ich glaube, wenn wir die Angst überwinden, dann ist das geratzt überwinden, uns einfach in diesem, ich sage immer, das ist in diesem River, nennte Schmiede, wo Gott ist und wo die Hand uns anbringen wird. So, hab Vertrauen auf Gott und wir sehen dich von hier und wünschen dir eine schöne Weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Odubi wirst. Wenn du Frauen hast, wo du mitteilen wirst, oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-77-88-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.